Ist sie das? Ja. Wie heißt sie? Dein Name! Müller, Melanie. Melanie Müller. Und hat sie schon mal bei einem Restaurant gearbeitet? Antworte! Ja. Naja, sie soll mal ihre Referenzen zeigen. Geht das nicht etwas schneller? Manchmal ist es schon eine Qual. Was man auch tut, das Personal weiß einfach nicht, wie sich's geziemt, wenn man Aristokraten dient. Dabei ist dieses große Fest kein Kaffeeklatsch und auch kein Test für irgend so ein Staatsbankett. Eine Preisverleihung, ach wie nett. Nein, nein, es ist bedeutend mehr und dafür sei mein Wort Gewähr. Es läutet ein die neue Zeit. Den Mensch, ich wähne ihn nun bereit zu hören, was ich heute verkünde. Bedeutet es ein End der Sünde, der wir doch alle schuldig sind. Egal ob Mann, ob Frau, ob Kind. Doch nun genug für den Moment, es zwickt mich gleich das feine Hemd. Wenn ich sorg für der Gäste Wohl, doch keine Angst, nicht grüner Kohl soll ihren Gaumen heut erfreuen. Ja, solche Schmach tät ich gereuen, stattdessen wird's ein Festmahl sein. Vom bisher zart, der Duft ganz fein. Gleich ist's soweit, der Termin naht. Ganz stolz sind wir ob unserer Tat. Der Festsaal, er ist schön geschmückt. Die Tische, Stühle, grad gerückt. Ein jeder Teller ist poliert. Ja, selbst die Löffel sind sortiert. Für diesen Abend und die Gäste wollen wir doch nur das Allerbeste. An einer anderen Stelle war's leider nicht so freundlich hell. Es stank gar garstig widerlich, der Ort dem Heim von Schweinen glich. Zwischen den vielen engen Gattern, da saßen sie, die beiden Nattern, der Blick verschlagen und gemein.
Wie kann man nur so boshaft sein? Als wir vor jene Dame traten und sie mit uns zu kommen baten, da fing sie plötzlich an zu kreischen. Was soll denn dies Gebären erheischen? Mit der Geduld war's schnell vorbei, gepackt ward sie und 1, 2, 3 trugen wir fort, das zänke Schweib, gar schwer wog je ihr fetter Leib. Am Ende war's die Mühe wert. Nachdem der Wuchs des Bluts entleert, fletschte der Fleischwolf seine Zähne, verschlang den Leib mitsamt der Mähne. Die zweite Dame zürnt derweil, ach Gott, was soll denn das Geschrei? Sie rast und tobte wie im Wahn, beruhig dich doch, du bist gleich dran. Schon hat die große Stund geschlagen, jetzt bloß nicht hadern, nicht verzagen, der Gästestrom ist nicht mehr fern. So feine Damen und stolze Herren, Vertreter sind's aus allen Teilen, aus Sport und Kunst, die heut verweilen, aus Politik und Wirtschaft auch, so manchen ziert ein fetter Bauch. Dann endlich sitzt das reiche Pack, jetzt husch, husch, husch und zack, 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 herbei die Teller, tafelt auf, bedient der Hörer großen Hauf. Und während sie da stramme sitzen, da komm ich langsam schon ins Schwitzen. Denn meine Red, das kann ich schwören, die wollen sie nun alle hören. Meine sehr verehrten Gäste, das Leben ist das Allerbeste. Wenn man das Leben leben lässt, ist's ein Genuss, ein wahrlich Fest. Doch was tun wir der Schöpfung Krone? Wir töten, was die Erd bewohne. Wir schlachten ab. Ob jung, ob alt, kein Maß gebietet uns ein Halt. In enge Gatter sperren wir ein jedes noch so kleine Tier. Wir waten stolz in ihrem Blut und wähnten es als hohes Gut dem Leib, der einst der Seele heim. Zerhacken wir den Kopf, das Bein, um uns damit die Bäuch zu füllen und uns in ihre Haut zu hüllen. Doch damit ist ab heut genug. Ich sag es euch, es ist kein Trug. Ab heute wollen wir aufrecht gehen, gemeinsam in die Zukunft sehen und wollen nicht länger Fleisch verzehren, denn dieses können wir entbehren, wie all die vielen anderen Dinge, für die wir führten sie zur Klinge. Darum geloben wir heut hier das Recht auf Leben jedem Tier, so reichen wir uns nun die Hände und machen diesem Leid ein Ende. Gesprochen ist nun meine Red, es mir jetzt schon viel besser geht. Auch bei den Gästen brechen Dämme, entlädt sich eine wahre Schwemme an Emotionen jeder Art. Ich fühl des Pathos Gegenwart, sie klatschen, jubeln, applaudieren, manche sogar Hurra skandieren. Begeisterung erfüllt den Saal und niemand stellt mich vor die Wahl, ja niemand mein Dekret verneint. Im Geiste scheinen wir nun vereint. Nach kurzer Zeit kehrt Ruhe ein, gerecht wird Sekt und roter Wein. Die Euphorie, die kostet Kraft, dem Körper schwer zu schaffen macht.
Drum muss jetzt eine Stärkung her. Die Teller sind beladen schwer. Das Essen dampft, oh welch Genuss. Da gibt's kein Zorn und kein Verdruss. Sie fressen, schlingen und sie saufen, ja ohne Paus und zu verschnaufen. Sie stopfen sich die Bäuche voll. Das Lätzchen dient als Protokoll. Nach Schub, es schmeckt so sehr. Sie wollen einfach immer mehr. Und keiner fragt, wenn nicht vom Tier, woher kommt denn das Fleisch hier? Was bleibt, ist fahler Beigeschmack. Vom hohen Wort löst sich der Lack. Nur manchmal wird's schick aufgeputzt, wenn man es wie ein Schmuckstück nutzt. So kann man es auch immer tragen, an festlich oder schönen Tagen. Wenn man's nicht braucht, ist's einerlei. So einfach ist die Heuchelei.